Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin immer noch gleich angezogen wie im letzten Video. Das liegt daran, dass wir heute zwei Videos an einem Tag produzieren, alter Michi. Michi, komm mal rein hier. Ja, Michi hat sich umgezogen, alter Fashion Icon. Wir haben hier nur Wissle, oder? Nur so oberflächlich. Ja, läuft. Also ihr seht hier S-Coupé 560er. Nehmen wir jetzt hoch von Bühne her. Drück mal da hinten. Ja, drück mal. Drück mal hoch, komm. Dann haben wir Überraschungseffekt. Guck mal, ob richtig passt. Ja, wird schon passen, oder? Sehen wir gleich. Also, das erste Mal kommt der SEC hoch. Und dann schauen wir mal, woran wir sind. Also, erster Blick unter den neuen 560er und was kommt uns als erstes entgegen? Das Standardproblem, boah, das sieht sogar hier auf der Kamera noch kranker aus. Michi, guck mal, was sagst du dazu? Ja, ist trocken, oder? Ja, du, ein bisschen schwitzen tun die alle. Ja, die sind alt. Ja, kein Thema. Ja, nee. Immerhin ist sie nicht angefahren. Bei meinem anderen SEC, bei dem mit der roten Ausstattung, da ist hier mal schön ganz chillig eine Riesendelle drin, Alter. Da hat eine, ja, richtig, boah, irgendwo was mitgenommen. Irgendwo über den Randstein drüber geschanzt. Egal. Was weiß ich. Ja, mhm. Offroad, Baby. Ja. Sonst jetzt von der Seite hier, Zylinderkopf und so, macht mal einen stabilen Eindruck. Das Öl, das haben wir hier zwar überall, aber man sieht es ganz genau, das kommt hier von der Ölwanddichtung. Das ist schon so ein Standardproblem einfach. Die werden halt einfach alt und dann fangen die das Pissen an. Und dann vom Fahrtwind verteilt sich dann aber das Öl. Aber hier sieht eigentlich nicht schlecht aus. Das geht schon, gell? Ich glaube nicht, das kommt echt von hier unten, gell? Ja. Sonst, ah, hier hat er vorne auch die gelochten Bremsscheiben. Die sind mir jetzt gar nicht aufgefallen, jetzt wo wir gefahren sind. Aber das scheint alles ganz frisch zu sein. Auch so Bremsleitung und so alles. Easy. Jetzt geht die Heizung an. Ja. Auspuff. Macht auch einen stabilen Eindruck. Getriebe, auch so ein Problemfall. Da haben wir ja bei meinem anderen SEC nur abdichten müssen. Hier auch leicht feucht, aber da weiß ich auch schon, wo es herkommt und ist auch keine große Arbeit, einfach kurz die Dichtung auszutauschen, dann sollte das wieder passen, aber es hält sich hier in Grenzen, also kein Vergleich zum anderen SEC. Hitzeschutzblech am Auspuff nicht mehr vorhanden, aber sonst eigentlich ganz okay. Hier sieht man, also... Ja, die Scheiße hier lackiert, was ist da eigentlich los überall? Das ist doch Lack, oder? Ja, das ist, glaube ich, so unter... Ja, wohl, guck mal, das ist ja Schwarzglanz. Ja, eben, das ist doch Lack. Ja, das ist ja Schwarzglanz hier. Da, ja, ja, da haben sie wahrscheinlich ein bisschen Farbe übrig gehabt. Wollten über den Rost drüber sprühen und dann haben sie halt da ganz entspannt Schwarzglanz genommen. Aber, ja, so, gibt Schlimmeres. Die Racing-Farbe aus. Sonst hier Benzinpumpe und so, ist auch immer so... Ein bisschen so eine blöde Stelle, finde ich, für die Einheit. Weil die ist halt voll dem ganzen Mist ausgesetzt, dem ganzen Salz und Wasser und so weiter, was alles so auf das Auto drauf kommt. Ja, nee, also gibt's jetzt nicht so viel zu sagen, oder Michi, was meinst du als Ingenieur, also Hobby-Ingenieur meine ja, ich jetzt so? Hobby. Ja, nee, also ich könnte, glaube ich, viel schwerer erwischen hier. Geht schon, gell? Ein bisschen gerissen hier, gell, aber das ja, auch nicht. Aber man merkt es noch nicht. Ja, die hat so ein bisschen den Mini-Risse und so. Ja, guck hier, auf der so. Seite ist es besser. Ah, okay. Ja, schon ein bisschen mehr. Ja,
Ja, gut. Aber jetzt wollen wir mal nicht so sein, oder? Nee, so sind wir jetzt nicht. Ja. Zum Not nehmen wir halt auch nochmal ein bisschen schwarze Hochglanzfarbe, oder? Genau, das kriegen wir schon irgendwo her. Hier die Auspuffkonstruktion, ja auch ganz interessant. Also der geht ja zweiflutig runter aus dem Krümmer, geht dann hier zusammen im Schalldämpfer, also wird dann hier eins und geht dann hier zweiflutig wieder raus und teilt sich dann rechts und links dann auf, was eigentlich den perfekten Platz bietet für eine Klappensteuerung. Das hatten wir ja damals bei meinem 500er so geil gemacht. Da haben wir hier die Dämpfer gemacht für den Klappe-Zu-Modus. Und wenn die Klappe auf war, ging es straight hier durch. Also ziemlich cool für eine Klappenanlage. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gefasst machen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dem Auto, aber auf jeden Fall beim Whitebody. Da wird es eine böse Auspuffanlage geben. Ja, also du, da gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viel. Ich würde den jetzt so zum TÜV stellen. Der erste Plan bei dem Auto wäre ja prinzipiell erstmal ein H-Kennzeichen zu machen, also praktisch die Oldtimer-Zulassung zu bekommen, weil nur so macht es so richtig Sinn bei dem Auto, weil bei 5,5 Liter, das heißt, man zahlt 5,6 Liter Steuer und da kommt schon ein bisschen was zusammen bei der Schadstoffklasse Euro 1 haben wir hier, ist ja logisch bei so einem alten Auto. Und beim H-Kennzeichen, wie ihr das schon in meinem H-Kennzeichen-Video wahrscheinlich mitbekommen habt, sonst verlinke ich euch hier oben nochmal, dann kommt ihr aufs H-Kennzeichen-Video, da zahlt man einen pauschalen Steuersatz von 191 Euro und das ist natürlich bei so einem Big Body Benz 5,5 Liter V8 ganz sinnvoll. Also wir werden da ein H-Kennzeichen machen für dieses Auto. Das wird der erste Schritt sein. Mit den Felgen, das wird kein Problem sein. Die Felgen haben ein Gutachten und sind zeitgenössisch und das wird gar kein Problem geben, weil ich sehe schon die Diskussionen, hey, mit den Felgen, keine Zulassung, ist nicht original und so. Nee, gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Michi, hast du irgendwas gesehen, was der TÜV bemängeln würde? Nee, nee, ich glaube nicht. Nee. TÜV-Prüfer macht easy. Hast du Stempel dabei? Ja, ich klebe drauf. Ah, okay, danke, top. Nee, Spaß, das läuft natürlich alles seriös ab, so wie es sein muss. Reifen vom Profil her auch noch okay, sind jetzt nicht gerade die neuesten, was wir alt sind, wie überhaupt. Wo haben wir es hier? Ah, okay, 2017, ja. Ja, hinten 14. Geht klar, hinten 14, vorne 17. Was haben wir hinten Profil? Ja. Geht so, oder? Ein bisschen. Wir sehen mal, was man als bisschen bezeichnet hier bei Michi. Ja, gesunde 2 mm. Ja, klar. Würde ich jetzt natürlich nicht empfehlen, aus sicherheitstechnischen Gründen die Reifen weiterzufahren, aber ja, geht schon. Also ich meine, jetzt hier so als Sommerauto zum bisschen rumcruisen und so, sehe ich da gar kein Problem. Und es ist nicht zu fassen, der Stoßfänger ist hier unten nicht angefahren. Also das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass der unten nicht verkratzt ist, weil die meisten einfach vorne das Auto so runterklatschen, dass der immer überall irgendwo aufhockt. Haben wir jetzt hier nicht. Dafür haben wir hier eine kleine Macke hier oben am Eck. Aber ja, nicht der Rede wert. Ansonsten lassen wir das Auto jetzt gleich noch ein bisschen runter, schauen uns das Fahrwerk noch etwas genauer an. Aber ja. Macht einen grundsoliden Eindruck auf jeden Fall hier. Mein 560er. Was ist das? Ja, aber es sieht nicht schlecht aus. Ja, das ist Konservierung, mein Freund. Das muss man ja konservieren, die Wagenheberaufnahmen. Muss auf jeden Fall. Geheimer Tipp, Leute. Das weiß kaum jemand. Kaum einer weiß es. Nur die wirklichen Insider. Wenn ihr solche Autos anschaut, W124, 190er, W126, das hier ist der Hauptindikator dafür, ob ihr ein geiles Auto kauft oder nicht. Michi, Wagenheberaufnahme, was sagst du dazu? Ja, wichtigste auf jeden Fall. Allerwichtigste. Selbst wenn Motor platt ist, selbst wenn der hinten rausraucht und so, alles kein Problem, solange die Wagenheberaufnahmen in Ordnung sind. Ja, gell? So muss das. Also ich hoffe, ihr konntet meine Ironie raushören. Reparaturblech rein und fertig. Die Leute, die geilen sich so auf diesen Wagenheberaufnahmen auf. Also, ja, egal. Overrated. Ja. Sieht gut aus, gell? Kann man so lassen. Ja.
Nee, echt picobello. Also ja, theoretisch kann ich jetzt einen TÜV-Prüfer anrufen und sagen, Diggi, einmal Haarzulassung bitte. Ja, ich würde sagen, jetzt lassen wir noch ein bisschen runter, oder? Ja. Und dann schauen wir mal das Fahrwerk an. Was sagst du? Ja, das ist ja so Korrosion, weißt du, Klarlackunterwanderung, das ist ja ganz beliebtes Manko bei den Dingern, bei den polierten Felgen mit Hochglanz oder mit Klarlack. Moment, ich lasse ihn mal kurz runter. Ja, aber das sieht so irgendwie, keine Ahnung, aus. Ja, sieht halt so, das sieht aus wie verrostet halt, oder? Nee, weißt du, gell? Jetzt halt, schauen wir mal, was da mit Typ. Das nennt man purer Neid. Ja. Deine Felgen sind so gelb irgendwie. Guck mal, Brudi, Alter. Ja. Was ist da los mit ja, diesem Ja, das nennt man Klarlackunterwanderung. Ja, die ganze Felge, oder? Ja, klar, weißt du warum? Weil die nämlich im Salz gefahren worden sind. Ja. Und dann Sommer oder so. Ja, die Felgen vielleicht nicht. Ja, doch. Ja. Hat er gesagt. Ja, okay. Also. Nee, das ist kein Problem, das kann man runterschleifen. Klar, hier wird es natürlich kritisch, dann müssen wir die vielleicht neu machen. Ja, die haben schon so ein bisschen so eine gelbliche Verfärbung, aber weil die halt von der Originalfarbe wahrscheinlich so leicht mit so einem leichten Goldstich, weißt du? Ja, muss ja auch, eigentlich ganz gut. Gelb ist nicht das Wichtigste. Ja, nee, komplett bei Gold. So ein Gold. Blattgold drauf, fertig. Genau, so machen wir das dann. Also, Fahrwerk. Habe ich Schlüssel stecken, heb mal. So, jetzt leucht mal rein da unten. Guck mal, die Feder, picobello, kein Rost, ja, ein bisschen vielleicht, aber kann man so lassen. Dämpfer macht einen guten Eindruck, nicht undicht. Und hier diese Dinger hier, die Manschetten, ja, kritisch. Da müssen wir uns vielleicht was überlegen. Aber sonst rostmäßig alles vollgesprüht hier. Da gibt es das ganze Rathaus. Mit wahrscheinlich Schwarzglanz, aber wir sehen auf jeden Fall mal, dass wir nichts sehen. Soweit. Oder? Wie sieht's da oben aus? Au, das ist mein Kopf. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt also irgendwas drauf habe hier. Auch Kante, also hier ist die Kante leicht angelegt, hier ganz oben, aber auch die Radläufe wurden jetzt nicht gebördelt oder so, von dem her picobello, da ist noch Politur drin. Ja, überall. Ja, überall, gell. Der hier. War echt... Politurmäßig ja. Richtig krass am Start, der Typ. Ja, heftig. Guck mal, Scheinwerfer ist ein bisschen nass. Das könnte eine Sache sein, wo bemängelt wird. Müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht trocken bekommen und dann neu abdichten. Was ich mich richtig, worüber ich mich richtig freue, der Kühlergrill, der hat keine Beschädigung. Zieh dir das mal an, der hat kein Rippchen abgebrochen, nichts. Nee. Picobello, so ein Kühlergrill kostet, wenn ihr im Internet schaut, so zwischen 400 und 600 Euro. Und top, ja, hat ein bisschen Steinschläge, so auf dem Chrom oder so, aber nicht der Rede wert. Dann haben wir hier den Stoßfänger, der mir am besten gefällt, weil wir haben ja beim Vormopf, also bei der ersten Serie, haben wir ja 5 oder 6 solche Streben, oder? Ja. Finnen. Finnen heißt es. Finnen. Ja. Finnen, ja. Bitte. Schon was gelernt. Also wir haben 3 Streben hier. Und es sieht einfach am hübschesten aus. Das hatte ich bei meinem 500er auch so. Da waren sie aber noch in Wagenfarbe lackiert, was einfach noch ein bisschen cooler aussieht. Einfach cleaner halt. Aber diese 3 Finnen bringen das Auto einfach noch viel weiter auf den Boden und viel tiefer und lassen den Abschluss halt viel tiefer wirken. Und somit wirkt die ganze Karre halt einfach am geilsten, gell? Karre. Und ich sehe schon wieder den ultimativen Flex, Alter. Was, Alter? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was denn? Hätte ich was gesagt, hätte ich auch noch Uhr gewechselt, Alter. Ja, ich habe Jacke gewechselt und Uhr damit. Oh Mann. Next oh, Mann. Day. Solche über oberflächlichen Kumpels. Naja. Also. Sag der mit dem Rayon Flex, Alter, vor dem Video. Eieiei. Egal, okay, was ist hier kaputt? Naja, komm, jetzt machen wir weiter. Was ist jetzt hier kaputt, Alter? Da ist gar nichts kaputt, Alter. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Der Neid spricht wieder aus ihm einfach. Komplett. Nee, hier sieht alles picobello aus, genauso wie halt auch hier die Manschette. Die sieht schon besser aus. Das ist den Traggelenk. Nee, das ist kein Traggelenk. Das ist ja Achsschenkel und das hier, das ist ein Stabi. Das ist ein Stabi, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
Also praktisch. Mit Radgelenk sind die ja unten, ja, oder? Genau. Die ja irgendwo, oder? Das, wo, das hier. Das ist Radgelenk. Ja, genau. Ja, und das ist das gegensätzliche Draggelenk beim SEC. Hat das eine ganz spezielle Bezeichnung. Das gibt es sonst nirgendwo. Es ist nur im SEC so verbaut. Das Minus-Draggelenk ist das. Sonst alles gut, oder? Ja. Ja, okay. Was ist da? Nichts, oder? Ja. Aber haben wir nicht gesehen. Ja. Hinterachse. Spurplatten, ich muss mal gucken, ob die überhaupt eingetragen sind. Ich glaube nämlich schon. Was guckst du da jetzt so? Nix, ich habe nichts gesehen. Was? Nee, ich dachte, das ist Rallye-Lack, habe ich gehört. Nein, das liegt an dem Licht, weil das Licht halt so blöd hier reflektiert einfach. Ach so, und dann ja. Sieht es so aus, als wäre das hier einfach alles hier schlecht lackiert. Ja. Ist es aber gar nicht. Nee. Genau, vielleicht noch eine Sache. Ich kann jetzt leider das Hinterrad nicht einschlagen, sonst könnte ich es ein bisschen besser zeigen. Aber nee, komm, ich lasse auch noch ein bisschen hoch. Zum Thema Luftfahrwerk. Und zwar der Grund, warum es so kompliziert ist bei so einem SEC. Oder ja, allgemein, wir haben das Problem beim 126er und ich glaube beim Strich 8 auch, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das Problem ist folgendes, und zwar haben wir hier die Feder. Die Feder liegt auf dem Federteller, also hier praktisch auf dem Lenker und oben in der Federvorrichtung drin. Und unabhängig von der Feder ist der Dämpfer festgemacht am Lenker unten. Und oben am Dom. Und da ist es extrem schwierig, einfach einen Luftbalg zu bauen, weil wenn man mit Dämpfer fahren möchte, dann braucht man ja einen Luftbalg, der innen hohl ist. Und das ist eigentlich nicht üblich, weil die Luftbälge normalerweise ja wie so Luftballons sind, also praktisch innen drin alles voll mit Luft und keine Hülse, wo ein Dämpfer durch kann. Ich habe schon Luftbälge gefunden, wo ein Dämpfer durchpasst, aber die sind dann meistens maximal Durchmesser irgendwie 1,5 cm und der Dämpfer hier hat einen Durchmesser von, was weiß ich, 5, 6 cm und da habe ich keinen Luftbalg gefunden damals, aber das ist ja auch schon 3 Jahre her, als ich mein SEC auf Luft umgebaut habe und deswegen musste ich mir da ein Fahrwerk anfertigen lassen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, Fahrwerke, ich bin mal gespannt, wo ich meins bestellen werde. Falls ihr da eine Idee habt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Da werde ich mich demnächst auf Shopping-Tour begeben und die ganzen Luftsachen bestellen. So, jetzt lassen wir wieder runter. Ja. Hier auch ganz kritische Stelle unterm Rücklicht. Man sieht, wie hier einfach das Wasser steht. Das ist so scheiße. Da ist der Rost einfach vorprogrammiert, aber was willst du machen, ne? Kann ich nichts machen. Aber hier sieht es echt gut aus. Also wahrscheinlich wurde hier schon mal Hand angelegt und das beseitigt. Sonst, ja, rostmäßig eigentlich schon echt top. Und die Seite sieht auch viel besser aus. Da hat jetzt nicht der Lackierer lackiert, der die andere Seite so verhunzt hat einfach nur. Also nochmal Real Talk, die andere Seite wird natürlich komplett nochmal neu lackiert, damit es klar aussieht. Klar, gescheit aussieht. Vernünftig. Ja. Die Seite sieht auch schön aus. Keine Rostansätze, geschweige denn irgendwie durch Rostungen oder sowas. Was jetzt natürlich noch super interessant wäre, was wir jetzt aber nicht machen können oder keinen Bock drauf haben, wäre die Schwellerverkleidungen wegzumachen. Das sind unten, ich glaube, 12 Schrauben oder so, 12 so 8er oder 10er Sechskant Schrauben. Und dann kann man den Schweller wegziehen, die ganze Kunststoffverkleidung. Und da wird es dann richtig interessant bei den Schwellerspitzen, weil die einfach meistens komplett weggerostet sind. Michi? Komplett weggerostet. Ja, nee, aber so passt voll, oder? Also theoretisch, nee, jetzt mal ohne Scheiß, ich könnte jetzt eigentlich da einen direkten TÜVer kommen lassen und das Ding hier abnehmen lassen, weil also die Felgen sind eingetragen, Spurplatten glaube ich auch, da müsste man nicht mal extra was eintragen. Federn kann ich jetzt gar nicht erkennen, weil die schon drüber lackiert sind, da sieht man nicht, ob die tiefer gelegt sind oder ob das Originale sind. Aber sonst schon richtig clean Karre, gell? Schon richtig schön. Doch, echt gut, ja. Angucken. Beplankung, wie lange? Guck hier. Ja? Budi. Ja, Türe. Ja. Türe immer ja. Problem. Türe ist immer Problem. Zieht sich durch bis hinten. Safe. Und unter der Türe auch Rost. Ja. Also hier drunter, auf der anderen Seite, da wo das hier oben schon rauskommt, ja. Safe Rost. Aber
Was willst du machen, Alter? Du findest kein Auto oder du zahlst halt 40.000 Euro. Ja, und dann kriegst du einen, wo kein Rost hat, wo mit 40.000 Kilometer oder so. Guck mal hier, das hast immer hier unten. Guck. Ja. Das ist ganz normal. Das muss man halt einfach machen. Man findet kein Auto, das sowas nicht hat und bezahlbar ist. Ja, wo wir gerade unterbrochen worden sind, was wir beim letzten Video vergessen haben, das Allerwichtigste bei so einem B-Säule Jock S-Coupé. Michi, was? Alter, nicht mal Fenster runtergemacht vorher. Wir haben beim Video vorhin, also beim letzten Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr euch das jetzt reinziehen, die Fenster nicht runtergemacht und nicht gezeigt, dass dieses Auto keine B-Säule hat und somit absolut geile Appearance hat mit diesem riesen Fensterloch. Abartig, Digga. Ich lasse es nochmal runter und dann können wir uns nochmal von der... Oder wir haben ja soweit alles durchgecheckt, so. Wir haben ja Fahrwerk, Bremsen, Rost und so, alles picobello. Lass mal runter. Oh. Ja, ich hab grad gedacht. Was passiert? Ich hab grad gedacht, dass da was passiert, aber passiert nichts. Also. Boah, die Seitenwand, die sieht übel aus. Die sieht echt krass aus, gell? Also, derjenige, der die Seitenwand lackiert hat, wenn du gerade mein Video schaust, dann gib bitte Daumen nach unten. Dann sehe ich... Soll ich das mal zeigen, oder? Hier. Ja, das war... Seht ihr das? Heftig, Alter, heftig. Hier, guck mal. Überall hier so. Ja. Komische Blicke. Woran liegt das? Klar, sauber gemacht, oder? Nicht sauber gemacht, nicht richtig entfettet oder so. Mhm. Ich weiß nicht, hier. Ich bin jetzt kein Profi-Lackierer. Ich auch nicht. Brudi! Alter, du musst zweite Arm auch noch raus. So, ja, so ist gut. Leute, Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich geht es dann weiter beim AMG Whitebody. Vielen Dank fürs Anschauen.